Naja. So. Ja, jetzt auf einmal. God damn it. Also. Oh boy. Bin überrascht, dass es noch nicht 22 Uhr ist. Denn das Level hat wieder richtig lang gedauert. Fünf Gelee fatal. Weiß nicht, was da der Wortswit sein soll. Fünf, fünf. Mal gucken, was jetzt für fiese Reihen hier auf einen zukommen. Aber ich sehe schon, warum. Oh. Hi. Okay. Meine, mir war klar, dass ich entweder hier zeitlich was bekomme oder wirklich probieren muss. Oh, ein Ballon. Hey, cool. Okay, also. Der Name weist definitiv darauf hin, dass wir hier damit herummachen durften. Okay, cool. Aber tat halt auch seinen Spaß. Aber halt, die Fatalsache ist mir noch nicht ganz klar. Okay. Damit habe ich die. Au. Oh. Ah, beinahe. Beinahe. Hätte ich es geschafft, den damit zu treffen. Warum ist da eine Bombe? Oh, super, die Bombe kann man in der Luft nicht greifen. Das wird einem nicht gegönnt. Na gut, wir haben ja da Möglichkeiten, was machen zu können. Okay, sweet. Huh. Huh, huh, huh. Ich wollte schon sagen, oh, sollte ich vielleicht warten? Oder ist er genau rechtzeitig? Dann doch nochmal darüber. Oh. Cool. Wie, das trifft... Okay, ich wollte schon sagen, das trifft den nicht. Okay, ich meine, dass wir den einen, das ich bekommen haben, damit kann ich immer noch mal leben. Ich warte eigentlich nur darauf, dass noch irgendwelche anderen Leute auf den Dingern herumspringen. Was auch immer hier fatal ist, ich gehe davon aus, dass du es findest. Ja, zu einem gewissen Grad. So, nehmen wir den hier ganz außen, ganz bewusst mit. Hier müssen wir aufpassen. Ich glaube, das hatten wir ein weiteres Mal bisher und ich habe mich da nicht wirklich allzu clever angestellt. Oh, boy, 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 boy. Oh, das war das fast Fatale hier. Hey, what's up? Ha. Ah, natürlich kriege ich das hin. Natürlich kriege ich das hin, da runterzufallen, weil ich gucken wollte, ob da noch irgendwas anderes ist und habe dabei die Plattform außen. Alles von vorne. Alles? Oh Mann. Natürlich wirklich halt dumm. Ich meine, ich sammle jetzt mal nicht alles ein. Oh, das ist vielleicht ein Buchstabe. So, und wir nehmen mal wieder Dixie. Okay, also die explodieren nicht bei Kontakt, sondern die explodieren erst, wenn man zu lange wartet. Diesmal war ich zu schnell, okay. Ich dachte wirklich, das wäre halbwegs getimed gewesen beim letzten Mal, wenn auch ungewollt. Wäre natürlich jetzt doof, dass ich... Wie, der ist da? What? Wieso auch immer der da jetzt rausgekommen ist? Und ich bin ganz sicher auf dem gelandet, auf dem wir dann die Bombe bekommen hatten.
Der Drecksack. Bei Drecksack. Jetzt habe ich den einen nicht bekommen. Oh boy, Internet ist schon wieder ausgefallen. What in the world is going on? Okay, jetzt ist das Internet wieder da, so wie es scheint. Cool. Das wird natürlich hier lustig. Hätte ich das richtig machen können? Ja, kann ich immer noch richtig machen. Und die Achter, dass hier das Respawner auf dem Ding drauf ist. Warte mal auf die Situation, wo es einen Grund gibt, die andere Plattform zu nutzen. Ah, yeah, here we go. Oh boy. So, warum wollte ich zwischen den beiden jetzt wählen wollen? Weil der einen weiter hochbringt? Maybe. Ja, cool. Die spawnen, ich komm nicht ran. Ah! No! Da sind die einfach despawned. That ain't funny. Oh, cool. Gut zu wissen. Und der vor allem despawned nicht so einfach. Also hätten wir da diesen einen am Anfang nicht versaumeutelt. What? Ey, der hat mich nicht mal angeguckt. Kannst du jemandem anders erzählen? Nicht mir. Ah, okay, wie auch immer ich den jetzt auf einmal bekommen durfte. No! Doki kommt ja mit ausgestreckten Händen hinterher springt. Ah, das sah natürlich sehr beeindruckend aus. Ich hätte da ganz bewusst gewartet, um herauszufinden, warum ich den einen... Okay, danke. Yeah! Yeah. Ong. Ong, Ong. Onki, Ong. Okigal. Nee, Tropical, nicht Okigal. Ah. Puh. Oh, es geht nicht nach oben, es geht nach unten weiter. Aha. 5, 6 Eis im Spiel. Und da ganz unten sieht man es, da ist der Stern. Oh boy. Was außer Eis logischerweise folgt jetzt hier auf uns? Okay, also wir haben jetzt auch hier schon wieder... Eis ist den... Diesmal ist hier nichts. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Oh, lass mich raten. Das hätte ich an dieser einen Stelle da hinten versuchen sollen. Oh. Ja, das war dieses typische. Oh, schaffe ich es noch? Nee, lieber umdrehen und dann genau sich falsch zu entscheiden. Du schaffst das Ding da genau davor zu einem. Was war das denn für ein Wurf? Und ich denke, es ist keine große Überraschung, dass es hier leicht rutschig ist. Dankeschön. Aha, okay, ich sollte also aufkommen. Ja, nicht, wenn ich halt von der hintersten... Ah, hat gerade so funktioniert, ey. Oh, man könnte das vermutlich auch... Oh, was ist denn hier los? Ich muss da runter. Ah, goddammit. Ich muss da rauf. Also, kann ich das hier nutzen? No. Okay, so. Puh. Ich dachte wirklich, das wäre wieder so ein Secret. Ui.
Oh, hi Banane. Hi Banane. No, come on. No. No. God damn it. Der haut ja einfach von mir ab. Ey, nice. Oh, da geht's weiter. Okay. Ich habe versucht, so lange es geht zu warten. Okay, also man hatte da... Wie komme ich an dem vorbei? What? Okay, da habe ich zu lange gewartet. Da ist der an der Ecke hängen geblieben. So, den muss ich jetzt einmal nochmal machen. Weil das ging ja nicht in Ordnung. Mir hier vorzumachen, als könnte ich die nicht kriegen. Ich krieg die schon wieder nicht. No. No. So ein Fiesling. Du triffst mich jetzt nicht. Okay, also wenn man da wirklich schnell noch ist. Da unten ist was. Haha. Oh, Dreckskind. Das habe ich doch gesehen. Am zweiten Mal. Oh, ich will nicht wissen, was passiert, wenn diese Feuerviecher das Eis treffen. Ja, yeah, cool. Okay, hier hätte ich wissen müssen, dass ich mich hätte ducken sollen. Und, okay. Da hatte ich dann nicht damit zugerechnet. Ja, das war dieses... Oh ja, wenn ich recht früher springe, dann kann ich das schaffen, dass das Ding so runterfällt und ich genau drauf stehe, dass ich höher stehe. Ja, ja, so viel dazu. So, ducken. Ja, die sehen, dass ich nicht so dagegen äumeln sollte. Okay. I take it, I guess. Ich wollte das N haben. Aber das Fiese ist, dass man auf diesen Eisplattformen gerade eben nicht so schnell sein darf, wie man hier halt gerade an Geschwindigkeiten. Da war ich zu schnell in dem Fall. Gewinnt. Dort war ich jetzt zu schnell geworden. Deswegen, jetzt muss ich hier langsamer machen. Muss jetzt hier wieder schneller sein. Warte hier einmal. Okay. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Okay, wie auch immer ich an den einen da rankommen soll. I don't know. Da hauen die mich einfach, die Dreckskinder. That's it. Okay. Okay, also so kriegt man die theoretisch. Gut zu wissen. Okay, never mind. Den hätte ich nicht mehr versuchen. Hey, Big Boy. Oh, das friert einfach wieder ein. Hier muss ja dann richtig frustig sein. Okay. Nummer 1. Oh, shit. So, in aller Ruhe warten, bis die Dinger runterplumpsen. Alles cool. Boo. Bananen cool, aber boo. Hong Kong. Diesmal was K, aber nicht das G. So, wo geht's denn jetzt hin? Ja, da runter. Mhm. Pause. Punch. Mit Punch. So, ich bin einfach mal so frei. Wir machen das.
Bananen, genau. Da wart man jetzt eigentlich Bruce mit entweder Bananen in der Hand oder in Bananenform oder in Bananenkostüm. Also wo bananenfarbiger Bedsheets. Ah ja, genau, wenn man draufhämmert, genau, dann bleibt das da drin stecken. Here we go. Oh, der hat's gut. Warum? Cola? Oh. He has a weapon. Okay, er hat aber nur eine Seite, die eine Waffe ist. Oh, ich kann in denen... Okay, gut zu wissen. Naja, mach du nur. Oh. Okay, also ich kann die kaputt machen für Zeug. Oder natürlich. Okay, wir wurden irgendwie wieder raufgerettet. Dankeschön. Schön, dass auf... wollte schon sagen, dass in ihm drin ein Herz gespawnt ist. So, jetzt ist die Frage... Okay, er kommt da wieder raus. Okay, wir sehen also, wo er runterkommt. I see. I see. Okay, ignorieren wir die Dinger. Wir nehmen das Herz mit, wenn wir dürfen. Oh, die Bombe war, dachte ich, im letzten. Nicht im vorletzten. Whoops. Oh, wow, 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 Achtung. Der Kollege spawnt genau neben uns. Er kommt wieder raus, wie auch immer. Okay, nichts. Bombe. Dabei. Oh, he pissed, yo. Oh, gut zu wissen. Aber man sollte also es schaffen, auf den letzten rauf zu kommen, damit man über ihn rüber springen kann. Aber bisher ist das alles noch erstmal in Ordnung. Oh, hi. He has something new. Ah! Oh, und diesmal wurde er nicht von getroffen. Oh, davon aber. Uns in einer einen Ecke war ein Eiswürfel, der gefühlt so aussah, als könnte man auf ihn draufspringen, aber ich werde es nicht logischerweise versuchen. Wir wissen, beim ersten Mal wird er davon nicht beeindruckt, genau. Und auch nicht beim zweiten Mal. Oh, shit. Aber hier. Aha. Okay, wir kehren zu der Sache zurück. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Glück gehabt. Okay, den einen Schaden nehme ich. What is he? Oh, holy shit. Nicht schlecht. Na, hat er was versucht. Yeah.
Obwohl ich trotzdem noch denke, dass der Kampf sehr großzügig ist mit den Herzen, die wir bisher bekommen haben. Aber natürlich, klar, wenn man mehrmals getroffen wird, dann hilft einem auch ein Herz hier und da eher weniger. Okay, jetzt kommt die eine Bombe, die ich ganz gerne haben würde. Die mir bisher noch nicht viel geholfen hat, wenn man ganz ehrlich ist. Aber weil wir nicht wirklich viel Zeit haben. Wow, wirklich am Hammer hängen geblieben. Ha, er hat eine seiner Fähigkeiten wieder. Uh-oh. Verloren gehabt. Nice. Ich ignoriere logischerweise das Ding. Das ist es mir nicht wert. Right. Also ich würde mal wirklich sagen, der war einer der mit einfacheren Bosse. So, was passiert denn jetzt? Das ist das Schiff, mit dem die angegriffen haben. Trautesheim Eis allein. Dann gucken wir doch mal, ob wir das heute nicht sogar noch gebacken bekommen. Aber natürlich, wenn die Level einmal weit und schwerer werden sollten. Man hat die Kamera wahrgenommen. Uh-oh. Oh. Das Zeug kann jetzt auf einmal wegbrechen. Natürlich gerade solche Sachen hier leicht unangenehm. Oh, das ist natürlich cool. Keine Ahnung, ob man da was schief machen kann oder ähnliches. Ah, das hatte sehr viel Stil. Oh, ich weiß nicht. Ja, man hätte nur noch Zeit haben können. Aber das sah halt auf den ersten Blick nicht danach aus. Das rüttelte auf einmal und ist dann schräg. Man dachte, oh, shoot. Eine Sekunde länger und das fällt. Sweet. Oh. Wait, what? Okay. Das war auf den ersten Blick nicht selbstverständlich. Oh. Nicht hängen bleiben, what the fuck? Der ist da zweimal nicht weiter hochgeflogen. Mei, wir sind gut dabei. Wir haben immerhin schon mal einen Checkpoint, aber trotzdem. Naja, an den komme ich jetzt nicht mehr ran, weil ich halt nicht die Hilfe habe. Ja, das ist natürlich jetzt hier richtig übel gewesen. So ohne Hilfe. Vor allem alleine komme ich da hoch, aber nicht mit Dixie an meiner Seite. What? Ja, okay, wie gesagt, ich werde jetzt auch gar nicht... What? Der... Kann ich nicht erklären. Weiß nicht, warum der auf einmal da gemeint hatte, so zu agieren. Ich hatte gegengesteuert. Meinem hat auch gesehen, dass ich mich umgedreht habe. Und trotzdem meinte er einfach weiter zu rütteln. Das Fiese ist dadurch, dass ich niemanden an meiner Seite in dem Fall habe, muss ich selber mehrmals drücken. Ja, das Fiese ist, ich rutsche einfach und das ist jetzt einfach so. Pech. Wenn du getroffen wirst, wirst du halt getroffen. Das Meer ist halt so schwer für DK. Yikes. Deswegen, ich verstehe ja, die Idee jetzt hier gerade in der Situation soll sein, dass man auf den anderen Kollegen wartet und den dann als Sprunghilfe nutzt.
Oder auch nicht. Alright. Okay, das Wichtige ist wirklich, man rutscht nicht weiter. Oder das Ding kracht nicht weiter zusammen. Oh, great. Während man einfach nur draufsteht. Okay, gut. Here we go. So, jetzt warten wir mal und gucken. Oh boy. Alles cool. Alles cool. Aha. Okay. Ich sehe schon, da soll ich eigentlich raufspringen, aber als ich das realisiert habe, habe ich ihn schon dem dritten Mal auf den Kopf gesprungen. Könnte einen Checkpoint gebrauchen. Das sah cool aus. Haha! Nicht mit mir, Fragezeichen. What the? Ich kann mich kein zweites Mal dran festhalten. Okay, ich sehe uns das schon heute nicht schaffen, einfach weil die Level auf einmal richtig fies werden. Diesmal wurde ich davon getroffen. Beim letzten Mal wurde ich davon nämlich gerade eben nicht getroffen. Oh boy. In dem ersten Level und das ist schon anstrengend nervig. Deswegen, der kommt da auch nicht ran. Ich drücke die Taste und das ist dem irgendwie Wurst. Deswegen, ich finde es halt so merkwürdig, dass man hier so überhaupt nichts bekommt. Deswegen der Bus im Vorderrhein dieser Welt hier. Der wirkte hingegen ernsthaft niedlich. So, da ist was versteckt, dessen bin ich mir bewusst. Ost. Hat war, glaube ich, einfach falsche Taste. What? Ich fand es beeindruckend, dass ich da wieder reingeschafft hatte. Aber dafür war es dann da schon zu spät. Also man kann das wirklich versaubeuteln, so wie scheint. Ah, diesmal habe ich es geschafft gehabt. Und diesmal natürlich nicht. Cool. Das ist natürlich beeindruckend zu sehen, dass nur noch 15 Gegner die Fähigkeit von dem letzten Boss bereits hatte. Da mit der da unten dran. Oh boy. Okay, diesmal haben wir es geschafft. Für sowas. Das soll mir recht sein. Deswegen, er bleibt nämlich einen gewissen Grad auch wirklich daran hängen. Also so ist nicht. Mehr als die Taste drücken ist echt nicht möglich. Ich bin hingesprungen, habe an die Wand geguckt gehabt, habe die Greifentaste gedrückt. Donkey Kong meinte nicht zu greifen. Er hat es einfach nicht begriffen. Diesmal greift er. Diesmal hatte ich auch die Taste gedrückt. Man weiß ja nie. Oh, guck mal, wie ich da rutsche. Ich habe ja überhaupt keine Chance, irgendwas dafür oder dagegen zu machen. Oh, da hat man gesehen, hat er schon wieder versucht, nicht dran sich festzuhalten. Okay, ich hätte jetzt... What the f... What? Ich soll mich also daran festhalten und einfach wissen, dass diese Spikes mich dieses Mal nicht treffen werden. Schon klar.
Diesmal hat er gefühlt länger gebraucht, um runter zu plumpsen. Okay, jetzt halte ich mich mal daran wirklich fest, einfach um zu sehen, was das Spiel jetzt, wow, jetzt meint hier zu machen. Er hat sich nicht rüberbewegt. What? Das Ding hat definitiv Strom, ist an, mit dem Kabel, also, dass die Batterien auf einmal sich verabschieden, ist nicht der Fall. Der war richtig merkwürdig, weil ich einfach gerade gefallen bin, obwohl ich nach rechts gedrückt hatte. Das ist natürlich dann halt schon großes Kino. Oh, bin schon wieder gesehen, dass er irgendwelche andere Affenkacke hinlegen wollte. Okay, wir halten uns jetzt hier dran fest. Okay. Oh, das war das Level auch schon. Okay. Na, hier ist so ein bisschen, okay, von mir aus, kein Kong, aber das riecht man hier halt auch schon so ein bisschen. Die Level werden alle ein bisschen fieser. Normale Gegner haben auf einmal Fähigkeiten von Bossen schon angenommen. Das ist ein weiter Weg. Okay. Wie war das mit den schwierigen Leveln in der Welt? Naja, bisher waren da so gut wie keine. Die einzig wirklich meines Erachtens schweren Level waren die Bossgegner. Oder logischerweise halt nicht vereinzelte Abschnitte. Aber halt dieses Level, das fühlte sich schon wohl fast an, als hätte man Schwierigkeitsgrad entweder angepasst, also oh, statt normal spielst du auf schwer. Oder man hat irgendwelches Postgame freigeschalten, wo dann halt absichtlich alles ein bisschen schwerer ist, wo man dann als Luigi spielt oder ähnliches. No, nicht Old Man. Okay. Ha. Da hat man gerade gesehen. Oh, I see. Da war ein Puzzlestück, das hatte ich dann auch jetzt im Nachhinein gesehen dürfen. The hell are you doing? Was hat der Kollege geraucht, dass solches Zeug rauskommen kann? Will ich da überhaupt hin? Pff, nope, vor allem nicht mit dem Kollegen. Oh boy, und das ist natürlich alles mit Eisboden. Ah, dadurch, dass ich hier einen Pogo-Jump einsetze, geht es zu einem gewissen Grad sogar vermutlich noch. Beziehungsweise, wenn man regelmäßig springt, dann kriegt man das Eis kaum wirklich mit. Alles cool, alles cool. Also hier muss man sagen, da musste man schon wirklich es herausfordern, an den Ecken runter zu plumpsen. Sonst gab es da eigentlich genug Plattformen, an denen man einfach vorbeikommen konnte. Da muss ich auch wirklich genau überlegen, wie ich das mache. Das finde ich sehr beeindruckend, wie man so das Schiff nach oben bekommt. Ja, natürlich, es geht auch wieder runter. Nix, alles klar. Oh boy. Ah, ich hatte gehofft, dass ich den damit ins Wasser verabschieden würde. Oh, nice. Ups, da habe ich das eine Ding vergessen, aber gut. Ah, alter Mann. Kann ich mal Feuer überleben? Also so, da wissen wir jetzt schon mal. Stop. Ganz simpel. Stop. Damit haben wir auf jeden Fall gelernt, wie wir den alten Mann, auf welche Art und Weise wir den definitiv bestatten können. Wenn ich aber meint, ist mir egal. Oh great, oh great, oh great. So, schaffe ich es da irgendwie durch? No. Weg. Ah, schade, beinahe.
Ich meine, ich hatte volle HP, so ist nicht. So, warum brauche ich jetzt das Feuer? Die Explosionssache? No one... Oh, cool, yes. Das sah nämlich danach aus, als sollte man... Da ist rauf schaffen. Okay, warten. Oh boy. Dann springe ich dem auf den Kopf. Der mir auf den Kopf. Ja, ja, alles cool. I see what you did there. Diesmal ist er natürlich weit noch weg, der Drecksack, ey. Okay, hier müssen wir das jetzt diesmal runterziehen oder hochziehen, damit wir da durchkommen. Okay, no. Na, auch ein ganz schönes Dreckskind hier. Hast du verdient. Oh boy. Ja, einfach ausgenutzt. Puh. Einfach den Schaden ausgenutzt. Um da Unverwundbarkeit zu bekommen und durchzulatschen. Donkey Kong Insel. So, das war jetzt die zweite, richtig? Ja. 3, 4, da oben 5 und über uns 6. Mal gucken, welche von denen wir dann auch wirklich machen. Glatteistrümmer. Oder Glatteistrümmer. Wie ihr auch immer möchtet. Okay, Donkey Kong hatte ich irgendwie kleiner auf einmal erwartet. Das Fiese ist wirklich, dass hier alles wegbricht. Du bist definitiv größer geworden. Oh boy, hi. Und goodbye. Boing. No, ich hab ducken gesagt. Buh. Hey, what's up, dude? Da hat er mir das Ding aus der Hand geschossen. Beeindruckend. Ah. Ja, hier muss ich wirklich einfach möglichst lange warten. Goodbye. Okay, ich sehe es, aber ich weiß noch nicht, wie ich da machen könnte hier. Cool. Dich könnte man dafür nutzen, wenn man wollte. Da! Ich werde jetzt keine Vermutung über die Glätte von Ariel anstellen. Ah, ja. Ja, ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Dich hätte man vielleicht nochmal versuchen können, aber dadurch, dass es hier rutscht. Ah, ah. Nicht mit mir. Okay, Ebenenwechsel. Oh boy, da rutscht es auf einmal. Oh, hat funktioniert. Nice. Okay. Man hätte also warten können, vermutlich so den Buchstaben bekommen können. Oh. Hier darf ich mir, glaube ich, diesmal keine Zeit lassen. Deswegen, das ist auch das Wiese. Man hat wieder dieses Zeitlimit, das Unsichtbare so gesehen. Und man weiß eigentlich... Ja, natürlich, klar. Hier hätte man natürlich dann einfach unter der Plattform warten können. Vielleicht ist die dann auch weggebrochen, aber man hätte nochmal ein bisschen gucken können, was da vielleicht in der Rotation wäre. Ich meine, das wäre immer das Gleiche, aber trotzdem. Um was Besseres einfach zu bekommen. Aha. Glaziale Fastzeit. Also Oktoberfest. Eine Fastzeit kann Oktoberfest sein. Ha, okay. Wir könnten da theoretisch hinter uns gehen. Wir
bräuchte nur etwas zum Werfen. Nicht unbedingt. Ah, jetzt habe ich den Idioten. Ups. Diddy Kong. Gott, nochmal da ganz leicht goofy sehen wir da. Okay, leicht andere Anordnung. Zumindest was die Bananen in der Luft betrifft, glaube ich. Vielleicht haben wir es irgendwo anders schon mal angetroffen. Aber halt im Großen und Ganzen. Dadurch, dass hier kein Eis war, musste ich mir keine Sorgen da diesbezüglich machen. Ah, davon nimmt er sogar Schaden. Oh no. Oh no. Ich habe mich doch schon einmal schlecht genug da drin angestellt. Oh, ich werde jetzt hier nicht warten und versuchen, die alle einzusammeln. Das kannst du aber wissen. Oh, ich habe es nicht geschafft, das Ding irgendwie zu bekommen. Okay, oben, unten, ja genau, in die Mitte einfach reinfliegen. Von dem Ding sich treffen lassen. Das war aber wirklich hier wie ein Reh, das ins Licht des Autos geschaut hatte. Die Scheinwerfer. Come on. Das ist auch wieder der alte Schuld. Der Dickkopf. Wäre nicht passiert, wäre der nicht dabei gewesen. Oh, wow. Okay, here we go. Mein Ding ist bestimmt halt gerade mal 10% des kompletten Levels gewesen, was wir da gesehen hatten, aber im Großen und Ganzen haben wir uns das schon mal halbwegs gescheit angestellt. Hoho. Hey, wir haben sogar einen von denen mal bekommen dürfen. So, unten drunter durch, ging in Ordnung. Habe ich einen verpasst von denen. Hell yes. Okay, weiter geht's. Nicht versuchen da... Oh, hi. Hi, sup, dude. Meinte der noch richtig hoch zu fliegen? Ich meine, das war der Witz der Sache. I get it. Hi. Au. No. Erstmal zu realisieren, wie die Dinger fliegen werden. Dankeschön. Ah, natürlich. Nicht damit rechnen, dass es so steil sein würde. Checkpoint. Nee. Ich habe die nicht im Vordergrund wahrgenommen. Dachte, die kommen aus dem Hintergrund angeflogen. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wieso. Hi. Bis gleich. Come on. Okay. Okay, das war jetzt ein bisschen beängstigend niedrig angenommen worden. Wie? Naja, okay. Da muss man das Ganze also von oben in der Hinsicht angehen. Wir waren mal kurzzeitig relativ schnell dabei. Und dann haben wir wieder hier dieses Raketenlevel bekommen. Und dann war jeder Versuch, das zu schaffen, aus dem Fenster. Okay.
Das Fiese ist, dass man zum Beispiel in den Level nicht sagen kann, oh ja, ich muss mir unbedingt merken, die fliegen so und die fliegen so. Und man sagt, ja, okay, man muss da irgendwie dazwischen durch, aber halt kann ich sagen, ach, come on. Deswegen, wenn ich gleich von Anfang an getroffen werde, kann ich das gleich neu starten. Davon habe ich nichts. Ich brauche wirklich einfach diesen einen Sicherheitstreffer. Und wenn der mir natürlich gleich so genommen wird. So hilft es mir mehr. Vermutlich ja, okay. Von nun an fliegen wir also da unten drunter durch. So, nehmen wir die damit. Und bleiben jetzt hier einfach oben. So, hier fallen lassen, aber nicht zu sehr. Okay. Und jetzt müssen wir hier einfach gucken, dass wir da irgendwie durchkommen. So, bei dem nächsten muss man sich merken, hier muss man. Ach, come on. Nicht mal den Dings bekommen. Oh. Auch hier wieder geschafft, die Dinger nicht zu bekommen. So, Achtung, die fliegen jetzt hoch. Oh, okay. Die haben auch unterschiedliche Höhen dabei. Oh Gott, die sind alle dick. Ach Goddammit. So, da kann ich ungefähr die gleiche Höhe bleiben. Hier bei den anderen nicht. Da muss ich ein bisschen. So, nice. Okay. Okay, ein Puzzlestück. Great. Was ich schon immer mal haben wollte. Oh, Mann, ey. Oh boy, ich sehe nicht, was hier passiert. Oh, ich dachte, der fliegt jetzt da drüber hinweg. Das ist ein Minecart-Level. Das ist ein Minecart-Level. Ah, okay. Das nehme ich sogar an. Puh. Hey, wir haben immerhin Kong in dem Level hinbekommen. Jaui, wowie. Man kann nicht sagen, oh, come on. Aber du tust es aber ziemlich oft. Yeah. Okay. Der wurde jetzt auch freigeschalten. Wir haben noch genug Leben für eventuelle Bosskämpfe. Schnee, Flock, Schock. Das war dann. Nee, es geht. Ich hätte das ganz gerne vielleicht noch einen Ticken besser hinbekommen, aber das ist nun mal ein bisschen auch der Witz dieser Steuerung und natürlich auch, wie die Level aufgebaut sind, dass man gelegentlich Sachen immer wieder neu versuchen muss. Nice, sind tatsächlich welche. Ah, okay. Nach so vielen Leveln, wo Sachen irgendwie runterplumpsen können, war das nicht selbstverständlich, dass man darauf hämmern soll. Oh, cool, die Dinger sind im Vordergrund. Good to know. Wait, what? Ich habe Schaden genommen. Beziehungsweise habe ich Schaden genommen. Nicht Dixie. Okay, ich soll mich an dem Ding da oben festhalten. I see. Und wie soll man das ohne Hilfe schaffen?
Okay, das hat gezählt. Gut. Nee, akzeptiere ich. Das so daran vorbei äumeln. No. So in Ordnung ging. The fuck? Ernsthaft? Donkey Kong, was machst du da? Wir warten einmal wieder. What? Was soll da passieren, dass man das darüber schafft? So merkwürdig, dass man hier angehalten wird, dass man eine Rotation warten muss. Das sieht man definitiv nicht unbedingt häufig. Okay, jetzt warten wir mal. Ja, das wollte ich eigentlich testen, ob ich draufhauen soll, aber man darf sich da scheinbar nicht loseisen. Man muss sich daran festhalten und... Okay, das war leicht dumm. Okay, also wenn man das einmal versaubeutelt, hat man nicht die Chance, rechtzeitig zur richtigen Rotation dahin zu springen. Gut zu wissen. So. Das springt der mehr oder weniger automatisch. Denn das war nicht natürlich. Das fühlte sich richtig komisch an. Okay. Ich sehe, dass da was versteckt ist, aber ich weiß noch nicht, wie ich da rankomme, ohne mich da doof anzustellen. Dementsprechend versuche ich es auch gar nicht erst. Dankeschön. Ah, so schade, das ist anders als... Wow, what? Warum wurde ich davon getroffen? Oh, come on. Ach. Also man merkt, das sind jetzt hier wirklich Level, wo du, wenn du nicht genau richtig bist, eigentlich sofort für bestraft wirst. Deswegen, ich sehe auch nicht einen Grund, warum ich mir das Zeug da alles holen sollte. Wow. Ach so, das Ding... Das Fiese ist, wir haben so viele Situationen, wo man auf irgendwas drauf hämmern muss, um es zu enteisen. Und das war hier nicht der Fall. Oh, okay, da habe ich, glaube ich, zu früh losgelassen. Oh, what? Deswegen, hier muss ich nicht enteisen, das macht er von alleine. No, no, oh, come on. Dummer Hammerbruder hier. Hammer Walross, Bruder. Oh, das ist dann schon anstrengend. Yeah, nice. So muss es aussehen. Wow, what are you doing, dude? Achso, ja, weil ich am Bewegen war. Warum? Wir haben so viele Tasten auf dem Controller. Warum ist Trommeln und Rollen die gleiche? Okay, Achtung, cool bleiben, warten, nicht, okay, so viel dazu.
Der prallte der von alleine ab? Der meinte der von alleine daran abzuprallen. Meine ich ja, ich habe die Taste nicht gedrückt, weil ich auch zugeben nicht damit gerechnet habe, dass wir davon so abäumeln würden. Ich stand still. Ich stand sowas von still. Okay, also für heute werden wir vermutlich wirklich nur noch dieses Level versuchen. Wow, you know, wie geil ich könnte. No, 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 no. Aus irgendeinem Grund meinte ich zu springen. Ganz dumme Idee gewesen. Ja, okay. Da war ich dann zu zügig. Und dabei kann natürlich nichts rumkommen. Das war meine eigene Schuld. Warten wir eine Rotation. Diesmal hat er uns getroffen. Okay, gut. Das sieht so merkwürdig aus. Alles bewegt sich und dann gibt es wieder mal eine Situation, wo sich das Ganze eben nicht bewegt. Oh, what are you doing? Deswegen, man rechnet nicht damit, wie sehr man hier umhergeworfen wird. Okay, hi. Okay, einfach drüber. Scheiß drauf. Die ganzen Bäume sind runtergefallen. Das ist nicht mal beeindruckend. Da ist es genau so positioniert worden. Noch nicht cranky. Goddammit. No. Ich meine, zum Glück haben wir 88 gottverdammte Leben. Das war ziemlich skillvoll. So, halt, wir warten jetzt hier eine Rotation. Warum gibt's dich? I don't know. Deswegen vielleicht. Oh boy. Ich meine nicht, dass die Sprünge schwer sind, aber oh boy. What? Oh shit. What? Wo willst du denn hin? Du bist auch ein Halunke, weißt du das? The fuck? Da! Also das war schon halt... Das war wirklich beeindruckend, wie viel da halt auf einmal meinte, nicht so laufen zu wollen. Da habe ich jetzt absichtlich abgebremst, weil ich davon ausging, dass er sofort nach hinten hauen würde. Meine Güte. Okay, eine Rotation. Wow, what are you doing? Okay, gut. Jetzt sind wir auf der richtigen, besseren Seite. Mhm, gut. Festhalten. Oh cool, da war ein Ding drumherum gefahren. Das hätte man erahnen sollen, oder was?
Hm. Das war auch wieder mein anstrengendes Level. So, dann gucken wir mal. Huh. Also, bisher... Oh, die Schattenlawinen. Bisher sieht es nicht danach aus, als würden wir kurz davor sein. Wenn man sagt, okay, wir sind vielleicht ein Level noch vor dem Finale oder ähnliches, dann hätte ich das vielleicht noch gemacht. Aber so würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Und ich gehe davon aus, dass wir dann beim nächsten Mal mit 2 Stunden Zeit hoffentlich tatsächlich das Finale erreichen können. Gut. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Bedanke mich nochmal bei Schattenmensch fürs Einschalten und mitkommentieren. Und bis zur nächsten Woche. Bis dann.